Ja, denn bei mir ist jetzt die Dame, die den Männern zeigt, wie sie uns Frauen den Hof machen. Inka Bause, guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass du so früh bei uns bist. Ja, Inka, heute Abend geht's ja endlich los. 20.15 Uhr, Start der 11. Staffel von Bauer sucht Frau. Und du bist seit 14 Jahren mit dabei, ne? Also was ist das Erfolgsrezept von dieser Show? Also wir machen Bauer sucht Frau zum 11. Mal. Wir wollen nicht übertreiben. Letztes Jahr war großes Jubiläum. Es fühlt sich zwar schon wie 20 Jahre an, aber ich freue mich einfach wieder bei meinen Bauern zu sein, an der frischen Luft zu sein, auf die tollen Geschichten, die es geben wird. Und ich habe sie ja über den Sommer schon richtig vermisst, als ich ja für ein anderes Format Supertalent unterwegs war. Und da weiß man dann auch so, ach, die Bauern kommen wieder, da ist man so zu Hause beruflich. Also ich freue mich auf heute Abend ganz doll. Wir feiern das auch im großen Team. Wir gucken gemeinsam alle und sind dabei. Also vom Cutter, vom Aufnahmeleiter, Moderator, Kostüm, wir alle gucken uns das an, Producer, weil wir das Format lieben. Und ich glaube, die Menschen spüren, dass die es machen, mit denen die es machen, für die wir es machen, dass wir alle eine ganz große Community sind und uns sehr mögen. Ja, apropos mögen und lieben. Du hast es ja schon angesprochen. Also ihr liebt eure Sendung, aber die Bauern, die finden auch die Liebe. Ihr seid ja echt erfolgreich. 20 Paare haben sich schon bei euch gefunden, oder? Über 20 schon. Boah. Wir haben schon 14 Hochzeiten. Die 15. ist so in Planung, würde ich mal sagen. Der Antrag wird vorbereitet. Da darf ich aber noch nichts dazu sagen. Ne, bloß nicht. Und in dieser Staffel wird es natürlich garantiert auch wieder Paare geben. Das ist natürlich wahnsinnig erfolgreich, wenn man bedenkt, dass man eigentlich im Schnitt pro Sendung 1,5 Hochzeiten hat, so ungefähr. Also pro Staffel. Das ist mal Wahnsinn. Erfolgsbilanz. Ja. Was glaubst du, ist so dein Verkuppelgeheimnis? Mein Verkuppelgeheimnis ist einfach nur, dass ich die Leute zusammenbringe, das so charmant versuche wie möglich zu machen, weil ich selber, glaube ich, auch, weil ich selber keinen Partner habe, bin ich vielleicht auch so dabei und finde das selber so schön. Ja, und bin dann auch so selber so mittendrin und freue mich für die anderen so unglaublich und das spüren die, glaube ich, auch. Aber wenn dann aus den Paaren wirklich welche werden, da kann ich nichts dafür. Das müssen die Bauern mit ihren Frauen machen und die Frauen mit ihren Bauern. Da haben wir einfach nur manchmal ganz großes Glück, dass es einfach passt. Ja, Glück ist ein gutes Stichwort, weil es gibt ja den einen oder anderen Kandidaten jetzt von heute Abend von der Staffel. Ja. Der ist so ein bisschen wählerisch, würde ich mal sagen. Das gewisse Oberteil war einer Frau. Und er meint nicht das Kleidungsstück. Nein, das ist unser Cowboy und der wird seinem Namen auch gerecht, der Gregor. Cowboy Gregor, der geht so ran. Also das ist unglaublich. Aber er findet auch eine Frau, die genauso rangeht. Also da gibt es so schöne Bilder. Ich muss selber immer herzhaft lachen, wenn ich das synchronisiere, wenn ich meine Off-Texte im Studio spreche und das dann auch zum ersten Mal sehe, was da passiert. Also da treibt es mir selbst manchmal die Schamesröte ins Gesicht, weil das Schöne ist, die haben halt so lange auf die Liebe gewartet. Es gibt so viele Bauern, die noch nie eine feste Beziehung hatten, auch ältere Datums schon. Und die gehen dann halt, die haben nichts zu verlieren. Die sagen sich, warum soll ich wie ein junger Mensch jetzt hier 3 Jahre irgendwie die zum Essen einladen? Wir gehen gleich ran. Zack. Sofort. Eine Bulette. Ja, und das bewundere ich, das finde ich so toll. Aber nicht jeder ist so offen und so locker drauf. Zum Beispiel jetzt der Thomas. Ja. Süß. Muss doch auch süß. Ja, ich finde es total. Wir drücken ihm auch die Daumen. Das klappt mit Amor. Das Schöne ist eben, wie bei den Bauern, wie überall im Leben, es ist jeder anders. Und deswegen ist auch jede Staffel anders. Und ich freue mich jedes Jahr auf diese neuen Menschen, weil kein Mensch ist wie der andere. Und deswegen gibt es vom rammelnden Cowboy bis zum schüchternen Thomas ist wieder alles dabei. Und aber gibt es so einen Erfolgstyp, wo du sagst, der Schüchterne ist erfolgreicher als der rammelnde? Nee, gar nicht. Man muss halt bloß... Oh Gott, jetzt habe ich wieder was gesagt. Ihr müsst gucken heute Abend, sonst verpasst ihr was. Nein, es muss halt zum passenden Topf den passenden Deckel geben. Ja? Und den gibt es auch. Und da bin ich auch absolut der Meinung, für jeden Menschen gibt es das passende Pendant, das Puzzleteil, was der liebe Gott oder wer auch immer auf die Welt gebracht hat, damit die beiden sich treffen. Ja, super. Vielen Dank. Du bist gleich noch mal bei uns, Inka. Ja. Dann reden wir, du hast es schon angesprochen, über das